Guten Tag. Was geht, ihr Leute? Was läuft bei dir? Er läuft bei dir, oder? Er läuft bei dir! Ja, wir sind wieder da, wollten wir eigentlich sagen. Ja. Was kann man denn hier machen? Wir sind zurück. Ach so, das ist the level. Ach so. Gut, dann habe ich das verstanden. Dann können wir weitergehen. Ah ja, meine Kamera ist kaputt. Geht ein bisschen schneller, Torin. So, wo müssen wir denn lang? Immer ja, Richtung Düsterwald, ne? Ja. Wo die Volltrottel von Elbenhausen. Aber das macht ja nichts. Die besuchen wir doch gerne. Ja. Das hier ist ein Maulwurf, was hier liegt und pennt. Kennst du diese komischen Maulwürfe, die diese ganz komischen Schnauzen haben? Nö. Soll das Tauriel sein? Jemanden, der mir etwas hiervon abnimmt. Sollen wir handeln? Nein. Ah, ja, das habe ich eben gelesen. Ja, genau, man kann handeln, man kann denen so ein paar Sachen geben, damit sie dir andere Sachen geben. Ach so. Weißt du, die du brauchst, um verschiedene Sachen zu machen. Ach so. Okay. Weil Sachen machen ist toll, ne? Was machen Sachen? Sachen machen, in der machen Sachen. Ja. Ganz ich glaube, da ist schon das nächste Level. Oh. No. Die Elbentore vom Düsterwald ragen vor der Gruppe auf. Ihre Reise führt sie durch diesen verdorbenen und einst bedeutenden Wald. Es gibt nur einen sicheren Weg, der vor ihnen liegt. Sie dürfen ihn nicht verlassen. Lass die Ponys jetzt frei. Etwas bewegt sich in der Dunkelheit, ungesehen. Falls unser Feind zurückgekehrt ist, müssen wir das wissen. Geht zu den Grüften in den Bergen. Dann sei es so. Willst du uns etwa verlassen? Ich würde es nicht tun, wenn ich nicht müsste. Ich erwarte euch am Aussichtsposten vor den Hängen des Erebor. Geht nicht ohne mich in den Berg hinein. Mein Pferd nicht! Ich brauche es! Wir müssen auf dem Weg bleiben. Kommt nicht von ihm ab. Kommt, wir müssen den Erebor erreichen, ehe die Sonne am Durinstag untergeht. Huch. Wow! Ja, dann erreichen wir doch mal den Erebor. Ja, ich will Dwarven spielen. Ich habe irgendwie Angst vor dem Level. Ja, ich auch. Im Film war das ja auch nicht so angenehm. Das stimmt. Aber das macht ja nichts. Vielleicht wird es hier ja angenehmer. Ich hau erstmal ein paar Bäume kaputt. Hau drauf. Das mögen die Elben bestimmt, wenn man ihren Wald so überhält. Ja, da stehen die voll drauf. So. The fuck is this shit? Ach, wir können hier... Ja, baut mal wieder hier so ein Ding. Hä? Ja, geh mal runter da. Der hier. Zack. Und dann noch der, genau. Achso, jetzt muss ich erstmal auf ihn drauf. Kaching. Dankeschön. So. Hätten wir das. Ja. Geh kaputt. Achso, hier ist was für dein Ding. Ja. Ich komme. Wow, epic. Ja. Hast du schön gemacht. Geil, ne? Cool, guck mal. Haben wir Drogen genommen? The fuck? Da unten ist ein Minikit. Wie kommt man da hin? Was muss man tun? Ich versuch's mal. Kannst so du nicht. Trial and Error nennt sich das. Naja. Ich heul den Minikit jetzt so nicht mehr hinterher, weil ich sowieso weiß, dass man in keinem Level alle bekommt beim ersten Mal durchspielen. Viel Spaß beim dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Mal. Ja, ob ich mir das echt nur antue. Ah, hier, da kann man so eine Brücke machen. Ich hätte echt mal wieder Bock auf Lego Star Wars. Dann spiel's doch. Ja, aber es ist PS2. Hier ist wieder was zum Graben. Ich weiß nicht, wer graben kann. Muss ich die anschließen? Ich auch nicht. Wir haben das auch für PS3. Ja, jetzt. Aber verrate ich dir nicht. Was ist mit ihm hier? War er das vielleicht? Was hat er denn so an Werkzeugen dabei? Graben. Hat der eine Schaufel? Nee. Der kann nur flitschen. Okay. Was ist mit ihm? Der auch nicht. Und Nori? Auch nicht, ne? Denke ich mal.
Hä? Was tue ich denn da? Hä? Ui, krass. Ja, hatte ich auch eben. Ah, wir brauchen hier den, Ori. Ori! Ach, schön. Kann jemand so Feuer machen von uns? Nö. Wir haben nur die, useless Leute dabei. Hallo! Hä? Hä? Was Feuer? Ich guck erstmal. Spongebob, voll, voll. Pata, voll, voll. Wir brauchen Ori. Bin da! Gut. Bin da! Oh. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ups. Ich habe das gestern bei YouTube gefunden. Kennst du das noch von Spongebob mit? Wie man einen perfekten Kreis malt? Ja. Erst malt man das Gesicht. Dann randiert man die unwichtigen Sachen und tada! Da malt er erstmal so ein super Gesicht dahin. Ja. 18. Ach, wir brauchen eine Fackel. Wahrscheinlich fischen wir uns jetzt die Fackel raus, oder? So wie ich das. Weil Fischen so unter Wasser. Wie ich das Spiel kenne. Fackeln so unter Wasser. Ja. Wie man weiß, wachsen die ja da unter Wasser. Ja. So wie Algen. Genau. Und die kann man dann da rausziehen und direkt als Brennholz verwenden. Ja, genau. Die brennen auch von alleine. Ja, die müssen auch nicht mehr trocknen. Nee. Ah, siehst du. Das war ein Skelett. Das Skelett mit rausgezogen. Ich hab Feuer. Oh, das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück. Ach so. Bilbo, voll, voll. Ich bin der Fackelträger. Ja. Ach, spüren. Da ist ein lila Stein. Ja, der kommt bestimmt nicht rein. Doch. Doch. Sehr gut. Das sind wie diese komischen Pflanzen hier. Tod mit euch garstigen Pilzen. Ja. Nee. Haben wir nicht. Der Ring! Der Ring! Ja? Der Ring! Ah. So, bitteschön. Möge. Ah. So. Nu? Achso. Ori! Ja, mach du das mal. Come on! Ich durfte das ja eben schon machen. Der mit seiner Steinschleuder. Was für eine tödliche Waffe. Ja. Ich meine, Bilbo wirft aber eine exzellente Rostkastanie. Das stimmt. Ich werfe eine ganz elegante Rostkastanie. Du solltest eigentlich nicht schwimmen gehen. Los, so. Ori. So. Ori, wir brauchen wieder mal deine Hilfe. Ach, muss ich wieder? Ja. Nee, wir können noch darüber. Ach ja, tatsächlich. Aber da. Nee, das ist der falsche Weg. The wrong way. Da kann man nur mit der Gandalf, ne? Mit der Gandalf. Der Gandalf ist der. Oh, ich habe gerade den Walin getötet. Ist das schlimm? Ich hab's ja einfach ins Wasser. Fuck. Brauchen wir den noch? Walin, nein, Quatsch. Unwichtiger Nebencharakter. Ach, guck mal, da sind die anderen. Hi. Hey, Leute. Was geht? Der Weg. Er ist verschwunden. Wir gehen weiter nach Osten. Und wo ist Osten? Wir haben die Sonne verloren. Die Sonne. Wir müssen sie finden. Das kann ich sagen. Die Sonne. Die Sonne. Wir müssen über die Baumwipfel hinaus. Ich sehe einen See und den einsamen Berg. Wir sind fast da. Hört ihr mich? Ich weiß, in welche Richtung wir gehen müssen. Toll. Ja, scheiße, wa? Super. So. Hallo. Entschuldigung. Es war ja klar, dass die Spinnen noch auftauchen. Ja. Drück Kreis, wenn du den Ring, Ringbild trägst. Ey! Ey! Wow. Warte, sie werden mich nicht sehen können. Ja, aber mich. Lass mich das nur machen. Oh, okay, sie können mich doch sehen. Ich komme jetzt nur noch so mit, okay? Juhu! Kaputt.
Haben wir noch eine? Hast die Spinne kaputt gemacht? Ah. Okay, vielleicht muss ich ja doch noch irgendwie. Ah! Nein, du, bitte. Genau, machst du kaputt. Achso, ich muss drücken! Ja, oh. Das ist ein Lego-Spiel. Ja, da braucht man nicht so viel Grips. Ach so. Ich würde voll gerne mal Limbo spielen, das Videospiel. Das Problem ist einfach nur, dass das Xbox-exklusiv ist. Nein, das ist nicht mehr. Nicht mehr? Nein, schon lange nicht mehr. Ach ja, stimmt. Das hatte ich. Genau, dann war das Problem, dass mir was zu teuer war, glaube ich. Oder irgendwas war auf jeden Fall dagegen, dass ich Limbo spiele. Wir haben auf jeden Fall schon zwei Leute gerettet. Aber das ist total toll. Wo denn? Ich habe gerade hier Spinnennetze durchgeschlagen und sind hier runtergefallen. Ich kann sowas. Sehr schön. Ich will hier durch. Ja, ich gehe schon mal. Ein Schritt schneller, bitte. Wenn wir jetzt jemanden hätten, der Bogen dabei hätte. Ja. Aber warum haben wir niemanden dabei? Weil du es schon wieder nicht zugelassen hast. Es tut mir leid. Nein. Yay! Like Tarzan! Nee, like Indiana Jones. Naja, eigentlich nicht immer. Wegen dir. Like a Boss. Wegen dir immer wieder alle möglichen. Ich habe doppelt so viele Münzen fast wie du, ja? Ja, das interessiert aber nicht. Mal nicht. Wieso komme ich denn da nicht an das Ding dran? So. Wir sind so schwer daran. Ich weiß nicht, ich kann sowas nicht. Geh weg da, ich mach das. Siehst du, so einfach es ist? Ja, ja. Du musst nur den Ring haben. Genau. Nur. Ich hab Bombo befreit. Durch sein Gewicht hätte er sich eigentlich alleine befreien können. Ja. Michael, was für ein Spinnennetz. Da hinten hängt noch Killy. Oder Philly. Killy. Killy ist der Blonde, Killy ist der... Ach, ist doch egal. Wir sehen alle gleich aus. Was müssen wir tun? Ach, da oben hängt was für dich. Wo? Ach, da. Warte. Komm rüber. Ich mach erstmal die Spinne kaputt. Mach das. War diese kleinen Drecksspinne. Ah. Spinne ist kaputt. Das ist schön. So. Machen wir noch Pilze kaputt, weil ich hasse Pilze. Oh. Wie kann man nur... Pilze sind eklig. Ah, nein. Doch. Gar nicht. Doch. Champignons sind toll. Bäh. Die haben einen super geilen Geschmack. Bäh. Du hast früher noch selbst darüber gemotzt. Ich weiß. Und dann habe ich es ja probiert. Weiterlaufen, los! Glaubt nicht, ich würde euch nicht töten, Zwerg. Es wäre mir ein Vergnügen. Los, los! Yeah. Wie, ich spiele Ori. Ich will Tauriel spielen. Ja, ja, Mann. Bin ich jetzt. Dann spiele ich mal Legolas. Auch wenn ich nicht so der größte Legolas-Fan bin. Aber... Ja, der ist schon cool. Ja. Wie er schon auf so einem Helm... Aber im Hobbit mag ich ihn weitaus weniger als in Herr der Ringe. Ja, da ist er nicht ganz so sympathisch irgendwie. Ja. Dafür ist Tauriel total toll. Da ist er noch so elbenmäßig überheblich. Ja. Und hat sich noch nicht mit einem Zwerg eingelassen. Ja. Da war doch nicht dieser wundervolle Moment. Ich hätte nie gedacht, dass ich Seite an Seite mit einem Elben sterben würde. Wie wär's mit Seite an Seite mit einem Freund? Ja, da hätte ich nichts dagegen. Oh. Ach ja. Das ist so schön. Das ist so ein geiler Moment. So, was haben wir denn hier alles? Ah, okay, irgendwas Ringmäßiges. Aber jetzt können wir endlich mal den Elbensprung machen. Hui! Bilbo, ich brauch mal deinen Ring. Also, beziehungsweise ich brauch Bilbo. Also.
machst du da? Ich rette Bombur. Ach so. Bombur ist frei. Das macht ganz schön viel Krach, weißt du das? Das sind die Spinnen da unten, das bin ich nicht. Toll. Hier geht wieder nix. So. Boah. Meine Fresse. Ist das laut hier. Boah, was für Lärmbelästigung gehört. Ich geh dich anzeigen. Wuhu. Guck mal da, Minikit. Minikit. Ach, toll. Ich muss versuchen, gleich zu holen. Ich muss mich erstmal um eine Spinne kümmern. Was sind die eklig hier, die Spinnen, ey. Tot. Und da haben wir Philly. Sag ich doch. Den Namen immer noch nicht kannst. Ja. Es ist halt, weil... Und so. Ne? Ach verdammt, ich komme nicht dran. Wieso komme ich nicht dran? Nein, geh weg. Hallo. So. Das ist wie diese komische Kameraperspektive. Yay, ich hab's. Yay. Unser erstes Minikit im Level. Da oben war's schon, ne? Ja. Okay. Da oben ist, glaube ich, der letzte. Ah, hier. Wir brauchen hier den Dingens. Wie heißt er? Dory. Da, ich hab'n. Gehst du weg? Gehst du weg? Ich mach das schon. Ja, ja. Uff. Hui. Und jetzt? Da kann ich springen. Wieso bin ich jetzt... Wen haben wir denn da? Kili. Komm, Tauriel, in deinem epischen Stil. Mit deinen zwei Dolchen. Mal ein bisschen schneller hier. Wollt ihr mich nicht durchsuchen? Woher habt ihr das? Es wurde mir geschenkt. Nicht nur ein Dieb, sondern auch noch ein Lügner. Ein Windhorn! Ganz genau verstanden, was er wollte. Atakop, Atakop! Achso, das sagen doch die Spinnen dauernd, ne? Worauf war das nochmal eine Anspielung? Weiß ich nicht mehr. Atakop. Meinst du, ich merke mir das alles? Haben die doch in den Specials gesagt. Ja, meinst du, ich merke mir das alles? Ja. Tauriel. Charaktere zum Kauf, juhu! Yay! Toll, haben wir nicht. Minikit. Wenn du aber runterfällst. Ja, ist klar. Das wird eine Spinne. Gut. Gut, dass wir das geklärt hätten. Ja. Oh Mann. Oh. Okay, ja, dann würde ich sagen, setzen wir noch kurz die Geschichte fort. Und dann müssen wir wieder zum Ende kommen. Okay. Diese mag den Anschein eines hehren Ziels haben. Ich selbst vermute hinter eurem Handeln eher weniger edle Beweggründe. Ihr sucht den Arkenstein. In diesem Berg gibt es Edelsteine, die auch ich begehre. Ich bin ganz Ohr. Ich werde euch gehen lassen, wenn ihr mir zurückgebt, was mein ist. Ich glaube nicht, dass Thranduil, der große König, sein Wort hält. Auch wenn uns das Ende aller Tage bevorstünde. Ich warnte euren Großvater, doch er wollte nicht hören. Bleibt hier, wenn ihr wollt, und verfault. 100 Jahre sind nur ein Wimpernschlag im Leben eines Elben. Ich habe Geduld. Ich kann warten. Oh, er ist so fancy. Ja, mit diesen tollen Worten... kommen wir langsam wieder zu einem Ende. Ja! Und werden im nächsten Part dann den, das Elbenreich stürmen und unsere Freunde befreien. Genau! Ja. Ja. Dann war's das mit dem Hobbit. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss!